Pfarrer Johann Friedrich Meyer lebte von 1745 bis 1798 53 Jahre lang als Pfarrer in Kupferzell. Er wirkte als Landwirtschaftsreformer und regte in der ganzen Region Hohenlohe und darüber hinaus viele Neuerungen in der Landwirtschaft an. Zum 300. Jubiläum seiner Geburt wies die Pfarrer-Meyer-Gesellschaft einen Radweg aus. An 16 Haltepunkten, die zum Wirken Meyers Bezug haben, werden Johann Friedrich Meyers Leistungen gewürdigt. Der Radweg ist 22 Kilometer lang und für Familien, also für Jung und Alt, geeignet. Wer Lust hat, kann auf der Fahrt Buchstaben sammeln und ein Rätsel lösen. Ein Flyer zum Radweg ist an vielen Stellen erhältlich. Der Radweg beginnt am alten Pfarrhaus in Kupferzell, in welchem Pfarrer Meyer gewohnt hat. Am Friedhof besteht Gelegenheit, Meyers Grab zu besuchen. Bei der dritten Station erhält man Informationen zum Ackerbau. Der Halt an diesem kleinen See ermöglicht Informationen zu ehemaligen Seen. Lange nach seinem Tod wurden bestimmte Bauernhäuser, wie hier in Rechbach, nach Pfarrer Meyer benannt. Ein kleiner, ehemaliger Steinbruch erinnert, wie früher die Versorgung mit Bausteinen funktionierte. Die Geschichte des Schafhofs ist eng mit Pfarrer Meyer verknüpft. Warum das ehemalige Gasthaus Lamm in Belzhag diesen Namen trägt, erfährt man hier. Durch die erfolgreiche Landwirtschaft konnten sich die Bauern stattliche Häuser wie hier in Waldsall leisten.
Meyer schrieb 37 Bücher. Das ist doch Anlass, die Heimvolkshochschule in Hohebuch zu besuchen. Das Wasser des Rebbixhofs trieb früher eine besondere Mühle an. Ein Blick in die Landschaft lässt besondere Stellen erkennen. Der Obstanbau und das Mostgetränk ist der Anlass für diesen Haltepunkt. In diesem stattlichen Bauernhaus war einst ein besonderer Futtertrog. Hier wartet ein altes Haus auf Erneuerung. Wer Glück hat, bekommt beim Nachbarn einen Most. Dieser See erinnert an die Zeit vor der elektrischen Kühlanlage. Wir sind zurück. Steigen Sie aufs Rad. Sie werden es nicht bereuen.